Super, hey. Mein Titel heute ist Ich in Jesus. Ich in Jesus. Kannst du mal sagen, ich in Jesus? Ja, zu deinem Nachbar. Nee, genau. Und eigentlich ausgelöst, das Thema beschäftigt mich seit März. Seit März war das, hatte ich eigentlich so einen Moment, wo ich echt gedacht habe, boah, ich bin gerade echt überladen mit vielen Dingen und habe mich echt so, boah, es war wie so erdrückt von einfach von verschiedenen Dingen, wo so im Leben waren und sowas. Und Überforderung ist immer ein Zeichen daraus, dass du gerade nicht voll mit Gott läufst. Ja, Überforderung ist immer ein Moment, wo du, weil Gott mutet dir nie mehr zu, als du tragen kannst. So darum, wenn du mehr trägst, als du tragen kannst, dann läufst du einen Teil ohne Gott. Und das ist eigentlich immer ein wichtiges Zeichen. Wenn du dich gerade überfordert fühlst, dann komm lieber zurück zu Gott und schau nicht, was du alles noch reduzieren kannst. Ja? Das ist wichtiger. Und dann war das so, und dann hatte ich dort so eine Gebetszeit und hatte so wie vorm inneren Auge so ein Bild, dass ich so dastehe und wie eine Riesenkirche auf meinen Schultern liegt so. Und zwar irgendwie so auch die wachsende Gemeinde, so mit Singen und Fillingen und einfach so verschiedene Dinge mit den Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und ich habe gesehen, wie ich so mit wackelnden Knien dastehe und so merke, boah, ich kann es kaum mehr tragen. Habe dann mein Mentor gefragt, es ist wichtig, dass wir Mentoren haben, ja, dass man nie ausgelernt hat. Und habe ich meinem Mentor darüber geredet und habe gesagt, hey, einfach das Bild erzählt. So, nee, boah, ich merke, wie einfach so eine Last da drauf fliegt und so. Ja, ich bin nicht das richtige Fundament so für eine Kirche, so ja, geht's nie darum und ich kann es gar nicht tragen. Dann hat er gesagt, hey, wo steht Jesus in diesem Bild? Und ich so, ja, ein bisschen überlegt, so ja, Jesus ist in mir. So, okay, ja, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht irgendwie gibt der Herr dann doch Kraft so von innen und so. Und er hat gesagt, ja, das ist schön und gut, aber das ist eigentlich der Fehler, dass du denkst, dass Jesus in dir ist. Du musst erkennen, dass du in Jesus bist. Und diese Aussage hat so viel in mir und in uns losgetreten, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe eigentlich mein Leben lang immer gedacht nur, dass Jesus in mir ist. So, Jesus in meinem Herzen, Jesus in mein Herz einladen. Gott, nimm du doch einen Teil von meinem Leben oder schon noch mein ganzes Leben, aber doch einen Teil von meinem Leben. Komm du doch in mein Leben. Dabei ist, eigentlich geht es darum, dass ich komplett in Jesus bin. Und dann habe ich so das, wie so nochmal so über, hat es wie Gott so korrigiert, dieses Bild. Und ich habe so gesehen, wie Jesus da steht, so richtig solide dieses Ding hält. Ja? Und ich irgendwie so richtig locker, lustig, flockig da in ihm drin stehen konnte. Und es war so, hey, und da kann wirklich was passieren. Da kann was bewegt werden. So, weil wenn ich die Dinge selber trage, wenn ich Lasten selber tragen möchte, dann macht es einen immer kaputt. So, ja, aber wenn ich erkenne, ich bin in Jesus, sozusagen, du musst dir vorstellen, wie so ein Maskottchen, Luftballons-Dingchen, wo ich dann so reinstehe und so, Jesus ist da drin, ich kann da drin, und so, ja, und es kann gar nichts passieren. Und es ist einfach so, ich in Jesus. Ja, und das ist der Schlüssel, das ist auch der Gedanke von dieser Predigt heute und das ist auch der Gedanke von der Taufe. Ja, weil darum geht es eben, dass wir in Jesus sind. In vielen Kirchen und auch aus der Kirchengeschichte tauft man eigentlich in Kirchen hinein. Wir taufen nicht in eine Kirche hinein, sondern in Jesus hinein. Uns geht es nicht darum, dass du durch die Taufe, oh, jetzt committest du dich für die Kirche. Wir haben auch keine Mitgliedschaft und irgendwas. Wir sagen, hey, dein Leben und Jesus. Und wenn wir als Kirche dir dienen, mit deinem Leben mit Jesus zu laufen, dann ist es super. Aber uns geht es null um uns als Kirche. Es geht darum, dich und Jesus und diese Welt zu verändern. Ja? Und darum taufen wir nicht irgendwie in eine Kirche hinein oder sonst irgendwas, sondern einfach du und Jesus, das ist deine Sache. Ja? Wenn Jesus sich das gedacht hätte, ohne Kirche reinzutaufen, dann hätte er es in der Bibel geschrieben, aber hat er nicht. Ja, genau darum ist es auch nicht so. Das ist oft so recht cool. Eigentlich, man kann eigentlich die Bibel lesen und wenn man Fragen hat, zum Beispiel das Thema Taufe, kommt 30 Mal in der Bibel vor, dann kann man einfach die Bibelstellen durchlesen und dann kannst du dir einfach erklären auch, was ist die Bedeutung von der Taufe und was ist auch nicht. Und dann ist das Ding, das zerstört ganz oft Tradition. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist oft Tradition mal, plötzlich liegt es da einfach da und denkst so, das hat ja gar nichts eigentlich mit der Bibel zu tun. Ja? Und das ist eigentlich was, wo ich so merke, hey, das ist so wichtig, dass wir da erkennen, was auch für eine Power in der Taufe steckt. Ich möchte einen Vers vorlesen, Johannes 3, Vers 3 bis 7. Und da heißt es, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Müssen wir jetzt irgendwie Karma und dann
sterbe, dann kann ich vielleicht so als Buddha wiedergeboren werden. Oder es geht da nicht um wiedergeboren werden, wie so im buddhistischen Sinn oder so, sondern hey, was meinst du damit? War die gute Frage da von Nikodemus, rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Wenn Jesus sagt, wir sollten aus Wasser und Geist neu geboren werden, hat es nicht nur irgendeine symbolische Bedeutung, sondern es ist aus Wasser und Geist sollten wir neu geboren werden. Jesus meint oft, was er sagt. Ja? Jesus meint was. Das heißt, aus Wasser und Geist neu geboren werden. Das heißt, das Wasser, die Taufe, so wie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, dass er uns dann komplett verändert. Dass er in uns, quasi Gott in mir, aber durch die Taufe ich in Jesus. Und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, er in mir. Krass, oder? Es geht immer darum, ich in Jesus und der Heilige Geist in mir. Wahnsinn, oder? Und wir dienen alle dem großen Vater. Das ist einfach bombastisch, hey. Und das heißt, es braucht eine Wiedergeburt, was es dort heißt, eine Wiedergeburt. Das heißt, wenn etwas neu geboren werden muss, muss erst was anderes sterben. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe nochmal zurück rein und werde nochmal geboren. Hallo, hier bin ich schon wieder. Sondern es geht darum, dass etwas Neues geboren wird, oder? Ergibt es Sinn? Etwas Neues muss geboren werden. Und darum geht es eben auch, hey, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues geboren werden muss. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil es heißt auch so, dass wir sozusagen in Jesus ebenfalls mein altes Leben gekreuzigt worden ist und in ihm sind wir auferstanden. Das heißt, das, was Jesus modelliert hat, war nicht nur, das ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern es, was geistlich dir genauso passiert. Wir haben Gott der Ewigkeit. Gott der Ewigkeit bedeutet, bei ihm gibt es keinen Raum und Zeit. Raum und Zeit ist ein begrenztes Ding für uns. Das heißt, bei Gott, dem Gott der Ewigkeit, ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles eigentlich an einem Punkt. Das heißt, wenn du mit Gott lebst, dann heißt es, dass er auch deine Vergangenheit verändern kann. Das ist vielleicht ein bisschen ein Stretch für dich gerade. Aber wenn wir den ewigen Gott haben, den Gott der Ewigkeit haben, Ewigkeit ist nicht nur eine ewige Dauer, sondern es ist vielmehr eine Qualität des Lebens. Eine ewig krasse Qualität. Ewiges Leben ist nicht nur, ich muss so ewig leben, hey, es geht ewig lang. Sondern auch vielmehr so, ja schon irgendwie, aber wenn es keinen Raum und Zeit gibt, ist irgendwie ewig so, dann ist ja eigentlich egal, wie lang es geht. Da geht es vielmehr so, es hat eine ewig krasse Qualität, dieses ewige Leben. Das ist wie wenn Gottes Leben plötzlich ein Funken in deinem Leben wird. Wie wenn das Leben, das Gott trägt, plötzlich ein Teil in deinem Leben ist. Und das ist unglaublich kraftvoll, weil das uns verändert, das bringt uns voran. Ja? Das heißt, etwas Altes muss sterben, das, was bei der Taufe passiert. Ich lese mal hier vor, Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir das Bekehrungsgebet gebetet haben? In der Bibel steht eigentlich, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Durch die Taufe, das heißt, die Taufe ist nicht nur ein Symbol. In der Bibel ist Taufe nicht ein Symbol, es ist etwas, da wirklich was passiert. Wäre es ein Symbol gewesen, hätte Jesus gesagt, hey, tauft sie, weil es einfach ein saugutes Symbol ist. Aber wir haben mehrere Verse, irgendwie 5 Verse oder keine Ahnung sowas, wo es heißt auch, hey, dass durch die Taufe werden wir gerettet. Das ist natürlich, ich sage nur, was die Bibelverse sagen, ich sage nicht, was jetzt meine Theologie dahinter ist. Ja? Weil eben das ist das Problem, dass ganz häufig dann Unfug getrieben wird mit, oh, es ist dieser Vers, oh, okay. Und da hat sich eben die Kirchengeschichte hat sich dann so hin entwickelt, dass man gesagt hat, oh, okay, was, die Taufe, durch die Taufe werden wir gerettet, oh, cool, Hammer. Dann lass uns doch einfach alle taufen. Lass uns alle Kinder taufen, weil, hey, wenn die alle sterben, ein Drittel, jedes zweite Kind wo ist da gestorben am Kindstod, wo kommen die hin? Lass uns die doch alle taufen, weil die gerettet werden. Und dann ist das Problem, da hat man dann Markus 16, Vers 16 nicht auf dem Schirm gehabt, wo es heißt, wer glaubt, und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verloren gehen.
Da geht es darum, in erster Linie geht es darum, dass der Glaube da ist und getauft wird. Das heißt, Taufe ohne Glaube ist nur baden gehen. Taufe mit Glauben ist ein Ereignis, wo Gott transformiert. Und darum geht es, dass Taufe nicht ein Ritual ist, sondern dass Taufe ein Ding ist, wo ich erkenne, wo der Glaube da ist und Gott macht mich neu. Dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, Gott, wenn du das in deinem Wort sagst, dann muss da doch was dran sein. Gott, dann nehme ich das Wort Gottes und spreche es aus und nehme es an für mein Leben und soll zum Leben kommen. Ja? Oder wisst ihr nicht, dass wir durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und wir graben, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Es geht darum, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues geboren wird. Dass eine Opfermentalität stirbt, dass überhaupt eine Siegermentalität geboren werden kann. Dass eine Mentalität von hey, von Tod, von Trauer, von Kaputtsein stirbt und das neues Leben geboren wird in meinem Leben. Dass Hoffnungslosigkeit stirbt und Hoffnung geboren wird. Es kann nicht beides parallel existieren, nur eins. Dass ein altes Leben stirbt und ein neues wird geboren. Ja, ich habe mal mit einem Jugendlichen Drogi und der war ziemlich fett drin. Und habe mit ihm geredet und habe ihm auch so erklärt, hey, durch Jesus kannst du ein neues Leben bekommen. Und er so, boah, echt? Ich möchte das auch. Was braucht es? Und das Coole ist, wenn ich nicht meine Worte gebrauchen kann, sondern Gottes Worte gebrauchen kann. Nikodemus gefragt, was braucht es, um das ewige Leben zu bekommen? Hey, du musst von Neuem geboren werden. Was heißt das? Was Altes muss sterben, was Neues wird geboren. Was heißt das? Gib dein altes Leben ab und nimm ein neues Leben an. Und er so, ich möchte mein altes nicht abgeben. Wenn du was Altes nicht abgibst, kann nicht was Neues geboren werden. Und mich macht es traurig, dass er bis heute, und er ist immer entfernter, und er steckt immer tiefer drin in der Kacke. Und es macht mich mega traurig. Die Sache ist, es ist jedermanns eigene Entscheidung. Aber Gott hat es bereit. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, ist jemand in Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Da geht es in Christus zu sein. So nicht nur Jesus in mir, sondern ich in Jesus. Es gibt 130 Stellen in der Bibel, wo es darum geht, ich in Jesus. Deutlich weniger von Jesus in mir. Darum geht es vielmehr darum, hey, lebe ich in Jesus. Und wenn ich in Jesus lebe, wenn ich erkenne, wow, hey, wenn ich in Jesus bin, dann können Angriffe kommen, dann können gefightet werden und es passiert mir nichts, weil warum, ich bin in Jesus. Dann, sie müssen alle, wie es so schön heißt, ja, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, der wird es gelingen. Warum? Weil ich in Jesus bin. Weil ich plötzlich ein Schutzschild um mich herum habe, wo ich in ihm bin. Das heißt, etwas aus dem Leben Gottes kommt plötzlich in mein Leben. Ich bin plötzlich Teil im Leben Gottes. Und dann heißt es, so ist er eine neue Kreatur. Das Neue bedeutet vielmehr so, hey, es ist etwas da, das vorher noch nie da gewesen ist. Neu heißt im Griechischen neue. Krass, gell? Wenn man da neu untersucht, so im Lexikon, dann heißt es neu. Nicht renoviert, nicht repariert, nicht ein bisschen aufgemotzt, sondern komplett neu. Eine neue Kreatur, etwas, das vorher nicht da gewesen ist. Das heißt, Gott macht aus dir etwas, das noch nie da gewesen ist. Darum sagt auch eine Julia mit dem, hey, und es hat Gott einfach sofort so viel verändert. Das, wenn Gott eine Realität wird und Gott dich neu macht, das passiert dort. Wenn wir in Jesus sind, das ist einfach das Kraftvollste, was wir erleben können. Das ist das Kraftvollste, wo wir reingehen können, in Jesus zu sein. Das heißt, kein Angriff kann mehr ankommen. Es darf nichts mehr uns zustoßen. Es ist einfach, Gott ist einfach da. Und ich liebe das so. In Kolosser 2, Vers 9 bis 10 heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, also in Jesus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Ein bisschen kompliziert, ist ein bisschen eine Übersetzung, die näher am Ursprungstext ist. Darum ist es auch ein bisschen komplizierter, denn in ihm, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Anteil an dieser Fülle. Das heißt, wenn wir in Jesus sind, haben wir Anteil aller Fülle der Gottheit. Das ist krass. Darum ist auch, wenn wir hier sagen, wir, diese Kirche ist nicht einfach nur eine Larifari-Kirche, wir sind nicht eine Kirche, wo es einfach nur cool finden, cool zu sein. Wir sind eine Kirche, die kraftvoll ist, wo Gott da ist und Gott wirkt. Weil wenn Gott leibhaftig in uns ist, natürlich passiert da was. Natürlich passiert da was, wenn wir beten. Natürlich kommt da Durchbruch. Ja? Ich weiß nicht, ob du es kennst, so zum Beispiel auf dem Smartphone. Manchmal gibt es so diese Momente, wenn irgendwie Apps nicht richtig funktionieren. Das nervt dann schon voll an. Aber was richtig blöd ist, wenn die Programme nicht funktionieren, aber wenn dann der Akku leer geht, dann hast du echt ein Problem, oder? Und ist die Sache, in der Kirche ist zwar manchmal blöd, vielleicht wenn Programme nicht funktionieren, aber wir sind so häufig beschäftigt damit, dass Programme funktionieren. Dabei geht es eigentlich vielmehr darum, dass wir schauen, dass die Power da bleibt. Dass die Power Gottes da bleibt. Wenn die Power noch da ist, können wir immer noch mega viel verändern. Wir können Programm deinstallieren und neu installieren und neu aufsetzen und was anderes und so weiter und so fort. Ja, aber die Power muss da bleiben. Die Kraft Gottes muss da sein. Eine Kirche ohne Kraft Gottes ist wie ein Handy ohne Saft. Da passiert nichts. Sieht schön aus, ist schön schwarz. Aber das Ding ist einfach, und das ist unser Anliegen, das passiert in der Taufe. Ist ein Schlüsselmoment, wo wir erkennen, hey, da wird etwas neu gemacht. Da ist jetzt die Fülle der Leibhaftigkeit Gottes, ist sozusagen in uns und ich in ihr. Wenn ich in Jesus bin, dann ist die Fülle Gottes in mir. Und das ist auch, warum es in Johannes 3 dort hieß, hey, wer aus Wasser und Geist, müssen wir neu geboren werden. Aus Wasser und Geist, das heißt, das Wasser. Aber Jesus wird auch beschrieben als der, der mit dem Heiligen Geist tauft, der mit dem Heiligen Geist erfüllt, der seine Jünger, der seine Leute mit dem Heiligen Geist füllt. Weil Jesus hat gesagt, hey, ich lasse euch nicht zurück als Waisen, sondern ich schicke euch meinen Geist. Wenn wir als Christen laufen ohne der Kraft vom Heiligen Geist, dann denkst du vielleicht, du hast einen Daddy, aber du hast keinen Daddy. Dann bist du ein Waisenkind. Wenn Jesus... Sorry, kannst du vielleicht auch andere Meinungen, aber wenn Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich schicke euch nämlich meinen Heiligen Geist, dann heißt es, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann bist du eigentlich ein Waise. Lass mal die Bibeltexte mal nehmen, wie sie sind. Und es ist mega herausfordernd. Und darum, hey, Gott hat so ein Anliegen, dass er uns füllt, dass er uns befähigt, dass wir erkennen, ich in ihm, meine Identität und aus meiner Identität herauszulaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch mit dem Smartphone, Google Maps zum Beispiel. Ja? Du gehst in Google Maps, aber hast selber keinen Empfang und es erkennt nicht, wo du gerade bist. Und das Problem ist, wenn Google dich nicht findet, wo du bist, dann kannst du dir auch keine Wegbeschreibung geben. Wenn du nicht weißt, dass du in Jesus bist, dann kann er dir auch keine Berufung zeigen. Wir müssen erkennen, dass wir in Jesus sind, dass er uns dann auch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt leiten können. Und es liegt da, hey, und ich sehe es einfach, das ist so wertvoll, dass wir erkennen, hey, Jesus in mir und ich in ihm. Wir sind Johannes, heißt, hey, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Wow, ist es nicht kraftvoll? Hey, es braucht wirklich, dass wir erkennen, wo bist du? Wo bist du? Und jetzt noch meine Frage an dich, wo bist du? Bist du halt irgendwo und denkst so, Jesus noch ein bisschen in mir? Vielleicht bist du da und denkst so, was ist das für ein schräges Zeug, was der da vorne labert? Dann ist super, dann ist genau die Message auch für dich. Weil Jesus hat auch manchmal in Rätseln gesprochen. Die Bibel ist voll von Geheimnissen. Gut.
wenn du echt so, wenn du nicht mit Gott läufst, möchte ich dir sagen, hey, du hast das Beste verpasst. Du hast ein bisschen das Beste, was es gibt, ist dieses neue Leben mit Gott. Diese Realität, dass Gott dich wirklich neu macht. Dass Gott wirklich, dass Dinge und vorbei und neu. Viele Dinge transformiert Gott sofort. Das ist wie ein neuer Zustandswechsel. Darum diese neue Kreatur. Wir sind diese neue Kreatur. Wir sind neue Wesen. Das Ding ist dann, dass dann eben auch heißt, in Römer 12, Vers 2 zum Beispiel, lasst euch jetzt aber auch durch Veränderung eure Denkweise immer mehr in diese neue Menschen verwandeln. Weil das braucht es eben auch. Wir sind ein Leben lang durch die Schule gelaufen, die uns gesagt hat, du bist, was du leistest. Du bist, was du tust. So viele Christen laufen als Christen und denken, Gnade, ja, aber ich verdiene sie mir doch noch ein bisschen dazu. Wir können dann noch einen Zeigefinger heben und sagen, oh, aber die leben aber nicht so ganz toll. Wenn wir nicht erkennen, dass wir alles nur aus der Gnade von Gott, dass er es uns schenkt. Dass Jesus gesagt hat, wow, komm, ich gehe in diesen Tod. Und es ist so die Taufe, Jesus ist, wir sind in der Taufe sozusagen mit Jesus gestorben und auferstanden. Runter und hoch. Das ist wie wenn du dir vorstellst, du gehst rein als alter Mensch, alter Dreck, bist rein und dann kommst du hoch aus deinem Iron Man Kostüm und bist plötzlich ein neues Ding. Ja, plötzlich ist da was Neues möglich. Plötzlich kommt da was hoch und das ist rein, das ist schön, das ist heilig, das glänzt, das ist ein Gefäß, wo Gott sagt, und jetzt liebe ich es. Jetzt liebe ich es. Soll ich dir was sagen? Gott liebt jeden Menschen, aber er liebt nicht dein von Gott getrenntes Wesen. Darum hat er seinen Sohn geschickt, der in den Tod geht, dass du von diesem alten Wesen getrennt wirst und dass Gott was Neues macht. Er liebt dich so sehr und hasst dieses Alte so sehr, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, dass es neu wird. Das heißt, es war ihm ziemlich wichtig, dass es nicht so bleibt. Und das Coole ist, und er hat es möglich gemacht für jeden Einzelnen. Und da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, auch wenn du heute da bist und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, da möchte ich dich einladen, kannst du ihm heute dein Leben geben, dass wirklich du sagst, hey, und nicht nur, Jesus, komm du ein bisschen in mein Leben, kriegst ein Stückchen von mir, komm, Jesus, komm du doch in mein Auto, ja, sondern nee, steig du in Gottes Auto. Ja, lass nicht ein bisschen Teil von Gott in dein Leben, sondern geh du komplett in sein Leben. Sei du in Jesus, ich in Jesus, ich in Christus. Ja. Oder auch wenn du auch mit Gott läufst, hey, dann ist vielleicht für dich auch ein wichtiger Schritt, deine Verortung mal zu erkennen, dass du erkennst, wo bin ich, wer bin ich, durch ihn, in ihm. Und von dort aus dann in einer neuen Autorität und in einem neuen Wesen zu laufen. Yes.